Zeit für Erklärungen. Hol mich raus. Ich danke dir. So geschickt wie eh und je. Und nun trag mich zu meinem Haus auf der anderen Seite des Berges. Ich soll dich den ganzen Weg tragen? Ich bin so schwach, so gebrechlich. Ach, na schön. Marcos, noch ein Weingut? Ich bin lediglich konsequent, mein Freund. Viel besser. Niemand beherrscht den überstürzten Abgang wie du. Gern geschehen. Irland. Du hast ein hübsches Plätz. Würde ich dich nicht so gut kennen, würde ich glauben, du meinst es ernst. Du hast nicht gelacht, als du in der Festung gefangen warst. Na, was das angeht, ich hab da so einen Klick. Warum? Jedenfalls bin ich mir sicher, dass du mir helfen kannst, mein... Raus damit. Du kennst mich. Ich borge ein paar Der Kerberos? Erst der Zyklop und jetzt das. Sag... Mach dich nicht lächerlich. Es ist nicht so wie beim Zyklopen. Diesmal will ich ein Frieden... Den besten? Trinkbar. Viel... Alexios, du gehörst quasi zur Familie. Und da ich auch zu... Ich verspreche dir, diesmal kann ich dich bezahlen. Bring einfach meinen Wein zum Kerbe. Schön. Wie in alten... Auf dich ist immer Verlass. Ich hoffe, der Kerberos beißt nicht. Bist du der Kerberos? Nur ein Kopf. Ein Geschenk für dich. Hast du Marcos Wein schon probiert? Was ist so besonders an ihm? Wenn du ein Weinkenner bist, wirst du ihn mögen. Sehr aromatisch. Ich lasse mich nicht mit Wein kaufen. Ich vergesse nie, wem ich meine Drachmen geliehen habe. Es ist ein Frieden. Dann trink mit mir. Na klar. Er ist vergiftet. Nein, nein, es ist nur der Wein. Ein Hinterhalt. Ich glaube, mir wird schlecht. Wache! Wache! Ich habe immer noch den Geschmack von Marcos Wein im Mund.
Dein, das war mein Bester. Ich hab... Wenn du ihn töten wolltest, hättest du es sagen sollen. Ich sagte doch, ich bin ein neuer Markus. Ich... Wie auch immer, jetzt ist er tot. Tot? Na wunderbar. Ich schätze, dann sind jetzt nur noch... Zwei? Der Kerberos besteht aus drei Männern. Brüder. Deshalb nennt man sie... Das sagst du mir jetzt? Was soll ich tun? Was soll ich tun? Was rede ich denn? Alec... Ach ja? Du und welch... Ich bin mit einem Halbgott befreundet. Also, was wirst du jetzt tun? Wir müssen sie erschrecken. Wie Mama sagt, eine Drohung... Das ist keine gute Idee. Wann hattest du je Grund, mir zu misstrauen? Ich hoffe, es klappt. Ich riskiere dafür... Ich werde zu ihrem Hof gehen. Mach ihn richtig Angst. Verstanden. Ein Silo erledigt. Ein Silo ist noch übrig. Der Kerberos sollte dich jetzt in Ruhe lassen. Naja, vielleicht auch nicht. Wieso? Vielleicht habe ich dich... Gut, ich habe dich... Das war nicht der Hof des Kerberos? Markus Malaka! Manchmal frage ich... Das ist nicht dein Ernst. Komm schon! Immer das... Du kennst mich länger als sonst irgendwer... Jemand mit mehr Geduld... Willst du, dass ich dich anflehe? Dann flehe ich dich an. Markus! Habe ich dich in die Irre geführt? Ein paar Mal ja. Ich kann dich nicht beschützen, wenn du dir immer neun Er... Denk an den sonnigen Tag, an dem ich dich fand, Alexios. Damals warst du in Not und Markus... Das habe ich längst gut gemacht. Das bestreite ich nicht, aber der Kerberos kommt mit seinen Hunden und Hand... Da ist dieses Wir wieder. Du beschützt mich und kriegst dafür Mamas geliebte Streitaxt. Sie war eine gute Kriegerin, ob du's glaubst. Nun gut, retten... Oh, das ist Musik in meinen... Deshalb tue ich, was ich tue. Gerade rechtzeitig. Ich höre... Nun gut, Markus, das ist es. Das große Finale. Yeah! Ah! Ah!
geschafft. Ich würde sagen, ich war unbedingt... Ja, deshalb lebst du noch. Ein Scherz, ein Scherz. Ich verdanke dir alles, Alexios. Dafür bekommst du dein... Ab jetzt wird das Leben einfach und... Ein weniger dramatisches Leben ist genau, was du brauchst, Markus. Geh und erlebe Abenteuer. Komm jederzeit... Nun, das werden wir noch sehen.